Ja, hallo Freunde, ich bin's, euer Fierobo. Und ja, ich bin mal wieder von Michael, ey. Ja, ich habe mir ja mal eben die Haare so ein bisschen hier geschnitten gehabt. Ich kann mich mal rumdrehen. So. Ja, ist auch sehr kurz geworden. Ich habe mich eigentlich verschnitten gehabt. Das war die Sache. Und ja, das habe ich jetzt so ganz, ganz kurze Haare. Ist jetzt nicht so doll gelaufen, aber es hat einen anderen Grund, warum ich das Video mache. Weil ich habe endlich mal was Tolles bekommen. Und zwar. Könnt ihr euch erkennen, das ist schon von Rotkorn, das ist eine. Ja, es ist die ungespielte Edition. Zeige ich mal hier. Von dem Simon Unge. Und zwar ist das einmal das Bett. Das packe ich jetzt mal mit euch aus. Ach du Scheiße, ist das zugepackt. Dann muss ich als guter Hip-Hopper. Ja, nee, Spaß. Am Messer ziehen. Komm her. Und dann öffnen wir das Ganze einfach mal. Ganz vorsichtig, ich will hier nichts kaputt machen, weil die Verpackung sieht ganz cool aus, muss man sagen. Ups. Ja, man muss sozusagen, dass mein Messer nicht mehr das Schärfste ist. Das habe ich auch schon ein paar Jahre im Einsatz. Ja, so. Lass ich mal offen. Was ich übrigens sehr, sehr cool finde, ist hier vorne, zeige ich mir die Kamera. Hier sieht man nämlich so ups, zwei Dinger. Da kannst du nämlich einmal fühlen, was die Vorderseite und was die Rückseite ist. Finde ich an sich ganz cool, kann ich mal zeigen. Hier so aufklappen. Sind einfach hier so reingesetzt, kann man das sehen. Hier sieht man die Dinger, sind nicht festgeklebt. Hoppala, ich meine, hört mich wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter jetzt. Ja. So, boah, jetzt muss ich doch die ganze Packung auseinandernehmen. Ändert uns. Ah, jetzt sieht man es hier nochmal. Hier. So, ist das ganze Ding. Jetzt sieht man es hier nämlich nochmal. Hier sind nämlich die Dinger, die beiden. Hoppala. So, machen wir es auf. Und. Lalalala. Da haben wir es. Ungespielte Edition. Wuhu, ja. Riesenteil. Boah, riecht auch ganz schön streng. So, ich nehme jetzt mal die Kamera. Kommt mal her, Leute. Yeah! So. Oh, da sieht man, ich ja, sitze nackt immer vor dem PC. Nee, Spaß. So, hier ist mein PC. Das ist mein altes. Das ist meine Speedlink. Ich wollte mir überlegt, ob ich mir noch eine Roadcaster-Tastatur und Maus hole. Ihr seht, das ist schon richtig abgefranst, Leute. Weg damit. Ja, sonst fliegen vielleicht. Ich weiß nicht. Jetzt hier. Jetzt habe ich das Problem. Wohin damit? Nee. Tastatur erstmal weg. Die Maus ist mal weg. So. Denn der Teil ist echt so groß. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. So. Ja, da ist meine Maus flöten gegangen. Kann man eben sehen. So, die ganze Kamera. Oh mein Gott. Oh nein, da habe ich eine Tüte liegen. Ups. Jetzt bin ich auch noch gegen das Mikrofon geknallt. Schuh, 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 schuh. So, da sieht man das untere meines Schreibtisches. Die kann man sich nicht immer wegdrehen würde. So. Ich muss mich ein bisschen navigieren hier. Das haben wir schon mal geschafft. So. Also, wie fühlt sich die Maus an? Die fühlt sich bis jetzt richtig geil an. So, dass der Ton noch drauf liegt. Nur leider ist sie halt wirklich so groß. So. Zeig ich mal, dass man halt das ungespielt Logo fast gar nicht mehr sieht. So, ungespielt Edition. Ja. Das fühlt sich auf jeden Fall cool an. Das ist schon mal geil. Ja, wie fühlt sich die Maus an auf dem Ding? Richtig gut, richtig, richtig gut. Jetzt muss man den mal lassen. So, ich glaube, ich habe mein Mikrofon irgendwie. Ja, da habe ich eine Spannung rausgelaufen aus Versehen. So, ja, hier, da ist mein PC. Da sieht man übrigens mal die Boxen, die ich habe. Kann ich mal eben so. So, sieht man mal, ups, da. So, das ist mein Display. So, gehe ich mal hier auf den Musikplayer. Jetzt muss ich, genau, ich muss mal Bluetooth anmachen. So, dann warten wir mal eben. Da ist mein Steinberger übrigens. So. Hey, gekoppelt, wir verbinden uns. Das Ding heißt UE Boom im Bluetooth. So. Boah, das ist echt ein bisschen Chaos jetzt auf meinem Arbeitsplatz, weil halt alles rumliegt. Oh, ja. Ich sollte die Boxen vielleicht auch anmachen. Sieht man hier. Und habt ihr es gehört? Ich kann es nochmal zeigen eben. So, das war's. So, also das ist, wenn das Ding angeht, wenn das sich verbindet. Was macht er jetzt gerade? Achtung, habt ihr gehört? So, didim. So, und dann mache ich jetzt hier einfach, ups. So, dann gehe ich jetzt einfach hier. Was haben wir denn hier gerade am Laufen? Ja, Lion und Cave heißen die. Nie wieder. Cooles Lied, muss man sagen. Ja, ich mach mal an. Und hört man's?
Die haben richtig geilen Sound. Und egal, was sie sagen, heute Abend bist du nicht mehr niemand. So, genug Promo gemacht. Nee, geiler Refrain auf jeden Fall. Damit, mit dem Lied kann man sich echt identifizieren. Kann sich jeder identifizieren. Deswegen ist es so ein geiles Ding. So, hier haben wir nochmal die ungespielt. Hoppsala, das war das Kabel von der Webcam. Hier ist das ungespielt Ding. Ja, geil, oder? Ja, ich sagte, ich finde es, fühlt sich richtig schön an. Ich bin mal gespannt, wie es so ist. Ich wollte mich nur fragen, ob ich mir jetzt doch noch WordCat, weil ich habe mir ja mal ein WordCat, heißt das WordCat auch, dann sieht man sogar den Simon ungemal, wenn das Ding mal scharf stellen würde. Ich glaube, ich muss mal Autofokus anmachen an der Cam. Geht das überhaupt in der Aufnahme? Mal schauen. Ja, es geht sogar, cool. Können wir mal hier. Und, ja, der Autofokus reagiert nicht wirklich. Ah, jetzt da. Da sieht man den Simon Unge, aka Unge spielt, beziehungsweise inzwischen aka Unge. Ja, da sieht man auch nochmal ein bisschen so. Ja, ich dachte, das ist ein Pad, fühlt sich cool an. Aha. Tested with. Okay. Oh, sogar Razer und so weiter haben sie mitgemacht. Cool. Ja. Sogar einen englischen Text hat der Simon Unge hier geschrieben. Können wir mal reinschauen. Facebook, ja. Ja, das Ding hat mich jetzt. So. Upsala, gegen das Mikro gekommen. So. Mach ich den Autofokus wieder aus. Sup, damit ich nicht irgendwie die ganze Zeit zoomen muss. Ich dachte, das Ding hat mich jetzt 15 Euro plus, ich glaube, nochmal 5 Euro Versand gekostet. Ich habe jetzt irgendwie, ja, oder so ein bisschen mehr was. Ich habe auf jeden Fall jetzt so circa, ja, sagen wir mal, 19 Euro für das Bett bezahlt. Ist für die Größe, denke ich mal, relativ okay. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich auch unterschiedlich an, muss ich gerade feststellen. So, wenn ich. Wenn ich über das Logo streiche und so weiter, fühlt sich das schon glatt an. Wenn ich das jetzt für die Mauslage schon gedrückt gehe, ist es schon rauer. Wie, interessant, ob das so sein soll. Ich weiß nicht. Übrigens die Boxen, wenn man die nämlich ausmacht. Ich finde das einfach, ich zeige es einfach, weil es so eine coole Spielerei ist, wie jetzt kein Product Placement machen oder so. Hier haben wir Maus. Oh, okay, jetzt kommt gar kein Sound. Oh gut, nur also machen die den Sound. Die haben ein bisschen gepfiffen jetzt gerade. Vielleicht lag es am Mikrofon, ich weiß es nicht. Ja gut, ja, habe ich euch mal gezeigt, wie das ungespielt Mousepad aussieht. Finde ich ganz nice. Also, es hat ja so einen Knick drin. Das gefällt mir nicht. Obwohl, ja, gut, ein bisschen annehmbar. Obwohl, jetzt, wenn ich es gerade sehe, die Enden sind hier, die eine Seite ist nicht so schön verarbeitet. Das muss man denen sagen. Naja. Aber gut, sagen wir mal so, das Ding hat 15 Euro gekostet für die Größe und so weiter und das Material. Ist, glaube ich, okay. Vielleicht hat der Simon da gemacht. Ich weiß es nicht. Gut, wie gesagt, ob ich mir jetzt eine neue Maus und Tastatur noch holen werde, weil die Maus habe ich mir jetzt geholt gehabt vor einem halben Jahr circa, ja, ein bisschen mehr. Wo ich den PC geholt habe, deswegen denke ich, weiß nicht, eine neue Maus zu holen, aber eine neue Tastatur vielleicht. Weil die ist auch jetzt schon wieder gute 4 Jahre alt, ja, mindestens. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe mal, dann habe ich auch mal hinten endlich renoviert, aber es wird in der Nachtschichtwoche ein bisschen, ja, schwer. Guck mal, was liegt da? Achso, da habe ich mein altes Mauspad übrigens hingeworfen. Das tolle alte Ranzige kann ich auch nochmal zeigen. Hier wieder so. Ja, es hat. Oh, wow, wow, jetzt sieht man es hier richtig. Nee, ja, es hat also seine besten Tage hinter sich. Es war auch ein Billigteil von IS. Ups, ISI. Oder wie jetzt auch schon, keine Ahnung. Hey, weg damit. Ja, ich brauch's nicht mehr. Ich hatte, war ein Ranzteil 5 Euro oder so vielleicht. Und es hat jetzt, sag ich mal, ja, alles mir gut. Ich glaube schon, damit auch frisch PC geholt haben. Na gut, für ein halbes Jahr 5 Euro Pad. Naja, egal. Beim 5 Euro kann man, glaube ich, nicht so viel erwarten. Jo, ja, ich habe auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, ein schönes, neues Mauspad. Und ich hoffe mal, ich kann damit richtig loszacken. Ja, ja, yeah, geil. Gut, ich bin euer Ferubo und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Also haut rein. Ciao.